Müsste eigentlich noch Schadensersatz verlangen, ne? Oh, war ja. Guck. Pflastergeld. Ja, Pflastergeld. So. Also, der gute Kollege möchte, der Markus möchte dann doch auch gerne vor die Kamera. Nein, Quatsch. Ich habe ihn gefragt, ob er Bock hat. Er hat gesagt, komm, mach ich. Und das Kamerakind hat auch im Übrigen noch Zeit. Und das Kamerakind, ne? Pamela hat noch Zeit. Ich blende euch Pamela übrigens mal ein jetzt. Nein. Doch. So, Pamela gesehen. Jetzt sag mir was zu deinem Roller. Ja, das ist eine 66er Motovespa Sprint. Super sieht die aus. Die sieht wirklich. Hast du selber gemacht, komplett? Ja. Was für eine Farbe ist das? Baby Blue? Ja. Mega. Sieht wirklich. Mega. Also es ist wirklich stimmig, ne? So. Ja. Ich bin ein Fan vom Tricolor-Konzept, das heißt blau, schwarz und diese weißen Akzente auf den Felgen finde ich super. Motormäßig, was haben wir drin? Ein LML 5-Kanal. Ja. Membranmotor. Mit SI aber, ne? Mit 24er Spatco SI, 177 BGM, Polini-Box. Auf Originalwelle? Auf Originalwelle. Das Gute ist, dass wir, sag mal schnell, Einlasssteuerzeiten technisch mit der Welle, die Membran macht auf, macht zu, also die klassische Drehschieber-Einlasszeit fällt da jetzt weg. Also ich bin mal echt gespannt. Hatte ich so noch nie auf dem Prüfstand. Bin wirklich gespannt. Ich würde so schätzen, 16, 17 PS müssten es bringen. Ja. Ja? Aber müssen wir gucken. Zündung haben wir 19 Grad original. 19 Grad Übersetzung, original, ja. Was hast du drin? 23 Kupplung, 65 primär. Also 200er Basisgetriebe. Übersetzung, ja. Ja, dann müsste die eigentlich gut marschieren. Ja, dann setzen wir sie mal drauf, machen wir eine Eingangsmessung und dann legen wir mal los mit dem Abstimmen und dann gucken wir mal, wo wir landen am Ende. Ne? Okay. Alles klar, weiter geht's. So, dann schauen wir mal, was wir hier hinkriegen. Mal abgesehen davon, dass wir schon eine sehr gute Leistung haben, beeindruckt mich das schon, dass wir bei 22 PS sind. Aber wir haben jetzt von Lauf zu Lauf zu Lauf draufgelegt.
immer 0,2er Schritte. Und bei jedem Lauf ist er hinten raus, kannst du hier sehen, ist der Einbruch immer früher gekommen. Mhm. Ja? Also zu mager. Der ist zu mager, der ist viel zu mager. Das heißt, wir bauen den jetzt aus, den Vergaser. Du hast natürlich jetzt auch viel Luft. Ich gucke mal jetzt erstmal, was wir für Düsen drin haben. Der ist zu mager. Und du merkst das auch, wenn ich aus dem Gas gehe, dann will der auch nicht runter ins Standgas. Dann da kommt der erst ganz, ganz langsam. Das kann man wahrscheinlich im Video sehr, sehr gut hören, wie dann so richtig auf versucht, auf so einem höheren Drehzahlbereich zu verharren. Das bauen wir jetzt um. Aber das ist für einen LML mit dieser Membran darunter, mit dieser kleinen Popelmembran und dem ganzen Setup, ist das schon echt gut. Wir gucken, was wir rausholen können. Also wir schauen jetzt mal. Ich bin aber sehr, sehr positiv überrascht, dass in dieser Kombination, jetzt spielen halt Steuerzeiten bei der Welle keine Rolle, ne? Weil du halt einen Membranblock hast. Das ist das Beste, was du machen kannst. Die Membranklappe arbeitet halt dann, wenn Unterdruck da ist. Ne? Geh auf, geh zu. Mhm. So, das ist der Scheißegal, was die Steuerzeiten an der Kurbelwelle sagen. Das wird das Ganze natürlich auch noch entsprechend begünstigen, warum du auch so ein gutes Leistungsbild hast. Aber das schauen wir uns jetzt an. Es könnte tatsächlich sein, dass wir gar nicht mehr viel Leistung rausholen können, aber dass wir sie sauber machen, ja. Dass wir sie safe kriegen und vor allen Dingen, dass, dass du dauerhaft 100, 110 fahren kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass sie die Karre abkocht und zu heiß wird und klemmt. Mhm. Ja, komm mal her, das kann man nämlich gut sehen. Komm mal rum, geh mal von der Seite. Mit weiß. Ja. Siehst du hier, wie schwarz der hier ist und wie hell und wirklich ins Weißliche rübergehend der Krümmer ist? Mhm. Geh mal, hol mir mal da die Box, die da liegt. Mhm. Ja, nimm einfach mal die. So. Das heißt, du bewegst dich mit diesem Setup tatsächlich in einem Bereich, wo es echt mager wird bei Vollgas oder hoher Drehzahl. Also jedes Mal, wenn du den Motor in den Hauptdüsenbereich reinbringst, also du hast ja irgendwann Schnittmengen zwischen Nebendüse und Hauptdüse und in diesen Schnittbereich, wenn du dann in der Drehzahl steigst, dann wird er immer, dann läuft er zwar noch, aber er läuft zu mager. So, wenn du dir mal anguckst, die Farbe hier und die Farbe da, das ist schon ein Höllenunterschied. Du siehst genau, dass ich bis hierhin, das kannst du wirklich sagen, wie mit einem Filzstift gezogen, ab hier wird es schwarz, hier kühlt dann das Abgas wieder ab, aber hier dieser Bereich ist extrem hell, ins Weißliche gehend. Ja. Und das ist ein klares Indiz dafür, dass der bei steigender Drehzahl halt abmagert und das haben wir auch am Bild gesehen. So, jetzt gucken wir mal, wenn wir den Vergaser fertig gemacht haben und umgedüst haben, wie wir dann aussehen. Ja. Ne? Also, weiter geht's. So, Vergaser haben wir umgebaut, Düsen haben wir gebaut, Venturi ist wieder drauf, Deckel haben wir abgelassen und jetzt gucken wir mal, ob wir ihn stabiler hinkriegen. Wir haben düsentechnisch richtig draufgepackt. Jetzt machen wir den ersten Lauf und gucken mal, wie der Motor dieses neue Düsenkonzept annimmt.
jeden Fall einen Zuwachs. Wir haben auf jeden Fall einen Leistungszuwachs, aber ich glaube, wir sind noch ein Stück zu mager. Das heißt, ich ändere jetzt nochmal die Hauptdüse, ich gebe der nochmal mehr Hauptdüse und würde tatsächlich in der Nebendüse auch nochmal ein bisschen rangehen, weil ich glaube, dass er das in der Nebendüse auch noch vertragen kann. Wir düsen jetzt nochmal um und dann gucken wir nochmal, wo wir stehen. Aber wir sind jetzt bei 22,8 PS und wenn der jetzt mit der nächsten Düsengröße die Leistung ein bisschen reduziert, dann wissen wir, dass wir mit dieser Bedüsung, die wir jetzt drin haben, schon sehr, sehr gut waren, eigentlich perfekt. Weil du hast ja gesehen, die Linien liefen jetzt übereinander. Mhm. Ne? Und wir stecken jetzt mal fettere Düsen noch rein und gucken, was passiert, wenn er damit die gleichen Linien fährt. Dann will er das. Ne? Und dann kriegt er das auch. Und er geht viel, viel sauberer und viel definierter in den Leerlauf. Was wir auch haben ist, ich habe im vierten Gang, ich habe eine vierte Gangmessung gemacht und ich bin im vierten Gang bei 39 km/h, glaube ich, oder so. Oder knapp über 40 km/h ins Vollgas gegangen und er hat sauber straff hochgezogen. Ne? Wir düsen jetzt nochmal um und dann machen wir nochmal einen Lauf. Also bis gleich.
Komm ran. Komm ran. Jetzt passt es. Ja. Ja. Wir sind in der Nebendüse noch eine Nummer größer gegangen. Mhm. Wir sind in der Hauptdüse zwei Nummer noch größer gegangen. Und geil. Qualmt, ne? Der qualmt, geil. Ja, ja. Hat sich gerade aufgelesen. Nee, das nicht, aber. Guck mal hier. Boah. Ja. Der Reifen ist schon weich. So. Also, so. Jetzt haben wir, als wir jetzt mal voll durchbeschleunigt haben, wir nur so einen ganz kleinen Überschwinger gehabt. Deswegen hat er noch mal ein halbes PS mehr. Aber, hast du die Linien beobachtet? Mhm. Wie die Linien übereinander gelaufen sind? Was hattest du vorher für eine Hauptdüse drin? Sag das nochmal. 130. So, mit Venturi, mit hohem Deckel, mit einem Pipapo. Jetzt haben wir den Vergaser umgebaut und so weiter. Wir sind jetzt auf einer 170er Hauptdüse. Nur, dass ihr mal eine grobe Richtung habt. Ne? Auch hier Kollege Krümmer weiß. Ne? Also ihr seht den Unterschied. Deswegen, ich gebe euch wirklich den guten Rat, wenn ihr Venturi verbaut und wenn ihr den hohen Deckel verbaut, macht euch konzeptionell davon frei, dass ihr zwei, drei Hauptdüsengrößen mehr draufpackt und dann ist alles gut. Dein Motor wäre auf kurze Zeit gestorben, weil der einfach permanent sich, wenn du in den Drehzahlbereich kommst, wo die Hauptdüse aktiv arbeitet, dann hättest du dir den auf kurz oder lang kaputt gefahren. Ne? So, gucken wir mal eben. So. So. Also. Du siehst jetzt, ich habe jetzt mal beide Kurven aufgerufen. Wir haben jetzt eine 170er Hauptdüse drin. So, du siehst, ich werfe Spitzenleistung nur 0,3 PS weniger. Du siehst auch, dass er hier hinten raus weniger Leistung hat, was einfach daran liegt, dass er nicht so mager läuft. Mhm. Ne? Hier hast du nämlich schon eine extrem heiße Verbrennung. Aber Drehmoment und so weiter, es ist eigentlich alles gleich. Hier unten siehst du, dass wir einen Hauch gewonnen haben, weil wir die Nebendüse auch noch entsprechend angefettet haben. Ne? Die haben ja auch drei Nummern größer gemacht. So, damit siehst du eigentlich auch, wie das Zusammenspiel ist. Das heißt, Nebendüse fetter, Hauptdüse fetter. Wir haben noch entsprechend Mischrohr und Hauptluftkorrektur noch bearbeitet. So, und jetzt, wenn wir jetzt auf 162 runtergingen, ja, dann würde ich das hier wieder angleichen. Jetzt ist die Frage, willst du hier hinten dieses halbe PS mehr haben oder willst du mit der Düsung fahren? Also ich würde so fahren, ja. Ne, weil du bist jetzt wirklich auf der sicheren Seite. Ja, sichere Bedüsung. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt wieder den Deckel drauf und dann fährst du mal. Mhm. Und dann, es ist ja jetzt mal offensichtlich alles das Gleiche. So, und du kennst ja deinen Roller, du bist ja damit schon mal gefahren. Dann fährst jetzt mal Probe. Wir warten hier so lange und dann kommst du mal wieder. Und wenn du sagst, das ist signifikant das Gleiche, ja, du hast ja auch über das Thema Vollgasfahrt gesprochen, du hast ja auch gefühlt, da hast knisterte Membran, irgendwas. Bring den Roller jetzt mal in die gleichen Situationen, dass du für dich einen Vergleich hast und dann kommst du wieder und dann erzählst du uns davon, ob sich was verändert, verbessert, ob es gleich ist, wie auch immer. Ja. Es ist ja eigentlich verblüffend, dass wir völlig anders bedüst haben, wirklich völlig anders und der Roller zumindest die gleichen, fast die gleichen Performance-Werte bringt. Ne? Das muss ich im Fahren jetzt auch deutlich machen. Ne? Das heißt, wir schnallen jetzt mal ab, du fährst eine Probe und dann kommst du wieder und wir sprechen darüber, wie es gelaufen ist. Ja? Alles klar. Gut. Perfekt. Ja? Ehrlich, perfekt. Merkst du Unterschied? Ja, überall. Hängt besser am Gas? Ja, viel besser am Gas. Satter, überall. Wahnsinn. Vom ersten bis zum vierten. Du kannst sauber durchziehen, kein Rotzen, kein Spotzen, nichts, ne? Ja.
Gut. Wunderbar. So, wir sind fertig. Also, du bist glücklich? Echt? Wir haben gerade nochmal gesprochen. Es hat sich eigentlich signifikant nichts verändert in den Leistungsdaten. Ja. Und die Wahrnehmung auf der Straße ist eine völlig andere, ne? Ja, völlig. Ja. Obenrum Vollgas hast du da? 10 PS mehr hätte. Ja? Ja, wirklich. Ja. Also ihr hört's, ich habe ihn jetzt nicht gehauen, dass er das sagt, sondern ja, schön. Das freut mich, dass wir da was erreichen konnten. Ja. Und dass du jetzt auch mit einem guten Gefühl mal 100 fahren kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass er dir wegklemmt. Und vor allem auch, du siehst ja an deinem Krümmer, das war höchste Eisenbahn, ne? Ja. Okay, also ja. In diesem Sinne haben wir jetzt auch noch einen durchgezogen hier für euch. Also jetzt nochmal eine Verabschiedung. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar und vielleicht auch ein Abo. Ja? Bleibt hässlich. Wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.